Hallo alle zusammen. Unendliche Weiten. So heißt es immer in den diversen Science-Fiction-Romanen, in den Filmen und in der Literatur über den Weltraum. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit den Weiten des Universums? Ist die Entfernung zu den Objekten über unseren Köpfen denn nun unendlich oder ist sie endlich? Und die Antwort auf diese Frage gibt natürlich die Wissenschaft der Gestirne, präziser die Astronomie. Wobei eine Sache wiederum sehr interessant ist, nämlich die Tatsache, dass sich aus der Astronomie in den letzten Jahrzehnten eine entscheidende Teildisziplin herausentwickelt hat, die sich genau mit der Vermessung eben jener Himmelskörper beschäftigt. Ein gesondertes Teilgebiet, das es von der Astronomie als die Wissenschaft der Gestirne im Allgemeinen differenziert, die Astrometrie, die beschäftigt sich mit der Vermessung der Sterne, der Vermessung der Milchstraße. Und genau darum wird es auch im heutigen Video gehen. Allerdings um etwas Allgemeineres. Es wird um Entfernungen gehen und um das eben erwähnte Zitat noch einmal zurück in die Runde zu bringen. Es wird darum gehen, ob die Entfernungen zu den Objekten im Universum tatsächlich unendlich sind oder endlich und wie will man das in Erfahrung bringen. Naja, die Entfernungsmessung in der Astronomie hat eine lange, lange Geschichte. Wie will man etwas über die Entfernung zu den Sternen sagen? Naja, da muss man sich natürlich ein paar Gedanken machen. Und die Vermessung war in der Astronomie schon immer ein entscheidendes, wesentliches Kennzeichen. Es fing eigentlich schon sehr früh mit den Griechen an, aber das ist eine Geschichte, die wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal aufrollen wollen. Nein, wir müssen ja heute mehr oder weniger direkt zum Kern des eigentlichen Geschehens. Ich sage ja normalerweise immer, also soll jetzt nicht abweichen an der Stelle, aber ich sage ja normalerweise immer, fangen wir am Anfang an. Müsste man hier eigentlich machen, aber da wird vielleicht nochmal ein gesondertes Video zu kommen, wie alles anfing mit der Geometrie. Ja, Geometrie. Das ist nämlich das, was wir brauchen für die Entfernungsmessung. Also, fangen wir mal an. Wir wollen jetzt die Entfernung zu Objekten am Nachthimmel bestimmen. Nun, das ist ja erstmal sehr allgemein, denn den Nachthimmel gibt es zwar, aber es gibt nicht die Objekte am Nachthimmel, sondern mehrere unterschiedliche Objektklassen am Nachthimmel mit einer ganz unterschiedlichen physikalischen, ja, Morphologie oder Gestalt. Und unsere Milchstraße ist nur eine von vielen Milliarden Galaxien im gesamten Universum. Wiederum sind die Planeten in unserem Sonnensystem nur ein kleiner Teil der gesamten Galaxie. Und ich nehme das direkt schon mal vorab. Letztlich stellt sich heraus, dass die Objekte am Nachthimmel, die beobachtbar sind, Entfernungen besitzen, die über eine sehr, sehr große Spanne differieren. Die Sterne unserer Milchstraße sind in unserer Milchstraße drin. Galaxien sind aber nicht mehr in unserer Galaxie, sondern weit, weit weg von uns. Und wie weit sie weg sind, wie will man es in Erfahrung bringen? Nun, kommen wir mal zum Kernpunkt. Die Entfernungsmessung ist deswegen ein kleines Problem, weil es nicht die universelle Entfernungsmessung für kosmische Objekte gibt. Entfernungsmessungen werden immer in einer Referenz gemacht, und zwar in der Referenz zu dem, was man eigentlich messen will. Ist jetzt vielleicht nicht ganz einfach zu verstehen, aber es gibt in der Astronomie mehrere Arten der Entfernungsmessung und es zeigt sich, dass verschiedene Arten von Entfernungsmessungen für bestimmte Entfernungen benötigt werden und auch dann gebraucht werden und andere nicht. Eine Entfernungsmessung, die zum Beispiel angewandt wird bei den Sternen in unserer Milchstraße, diese Entfernungsmessung ist übertragen auf andere Galaxien schon gar nicht mehr anwendbar. Nun, wie misst man die Entfernung zu den Sternen? Fangen wir damit an und gehen dann hierarchisch ins Größere. Die Entfernung zu den Sternen, naja, die misst man über Geometrie. Und die Geometrie ist gar nicht so schwer, wie viele denken. Es hat nämlich etwas mit der geometrischen Konstellation zwischen dem Stern, uns, also der Erde, und der Sonne zu tun. Stellen wir uns vor, die Sonne steht im Mittelpunkt des Sonnensystems, was de facto auch mehr oder weniger so ist, und die Planeten kreisen um die Sonne herum. Nun, es ist so, wir beobachten die Sterne am Nachthimmel und ich zeichne einfach mal neben der Sonne bzw. über die Sonne einen solchen Stern ein. Unsere Erde ist natürlich in einer Umlaufbahn um die Sonne und die ist mehr oder weniger rund und entscheidend für
Die Entfernungsmessung zu den Sternen ist schließlich, dass sich ein Winkel ändert. Und zwar ein Winkel, den man bilden kann, indem man von der Sonne einen Strich nach oben zieht. Also das ist jetzt nicht sehr genau. Ich hätte eigentlich ein Geodreieck nehmen müssen. Also hier gibt es jetzt erst einmal eine Linie. Die zeichnen wir mal ein. So, jetzt haben wir jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Machen wir das mal so. Wir sind auf der Erde. Die Erde kreist um die Sonne. Das heißt, in 365 Tagen wird die Erde, wenn sie hier startet, wieder an diesem Punkt sein. 365 Tage läuft sie einmal rum. Nach 6 Monaten wird die Erde aber an diesem Punkt sein. Und jetzt kommt nämlich der eigentliche Clou. Jetzt kommt nämlich der eigentliche Clou der ganzen Sache. Nämlich das ist eigentlich auch was, was man zum Beispiel an der Relativitätstheorie benötigt. Dass nämlich Bewegungen relativ sind. Aber das hat noch nichts mit dem Abstand zu tun. Nun, worum geht es hier eigentlich? Die Erde kreist um die Sonne. Fangen wir also an, einen Stern zu messen und bilden wir ein Dreieck. Die Entfernung zwischen Sonne und Erde ist bekannt. Es ist eine astronomische Einheit mit 150 Millionen Kilometern. Diese Strecke ist nicht bekannt. Aber wir können, wenn wir hier ein Dreieck konstruieren, den Winkel ausmessen, der hier oben ist. Und dieser Winkel ist entscheidend, denn die Erde wird die Sonne umlaufen. Nach 6 Monaten Umlauf wird die Erde nun an diesem Punkt sein. Nun, was kann man da machen? Man macht natürlich auch hier wieder einen Winkel, den man hier an dieses Dreieck einlegt. Und letztlich ist eine Tatsache wichtig. Dieser Winkel, den man bilden kann in diesem System, dieser Winkel hier oben, der bzw. dessen Größe hängt von der Entfernung des Objektes zu uns ab. Denn, machen wir es mal so, wir sind in einem Zug, richtig schön durchrattern. Ne? Ist sowieso das schönste Zug zu fahren, da ist nicht Stau und so, das ist echt viel entspannter. 120 Stundenkilometer, nehmen wir mal einen normalen ICE. Jetzt gucken wir mal nach draußen und was wir sehen werden, ist, dass sich die Objekte draußen verschieben. Das ist klar. Interessant zu sehen ist aber, dass die Objekte, die sich näher an uns befinden, stärker verschoben sind als die Objekte weiter hinten. Das kann man im Alltag auch ständig beobachten. Auch wenn man zum Beispiel zu Fuß geht und man guckt, dann meinetwegen nach vorne, ist vielleicht gar nicht schlecht, aber zur Seite, da würde man dann sehen können, dass sich die Objekte verschieben. Und diese Verschiebung der Objekte ist umso stärker, je näher uns die Objekte sind. Und ein Objekt, das weit von uns entfernt ist, wird sich weniger stark verschieben. Häufig gemachtes Beispiel ist auch das mit dem Daumen. Man nimmt einfach jetzt, ne, übertragen, sind das meine Augen, das ist meine Nase, hier die Sonne ist meine Nase und die Erde sind meine beiden Augen. Und dann habe ich einen Daumen und jetzt gucke ich mir den Daumen an und mache ein Auge immer zu und das andere, also ich blinze abwechselnd mit anderen Worten. Und wenn ich abwechselnd blinze, dann stelle ich fest, dass ich meinen Daumen im Verhältnis zum Hintergrund verschiebt. Und diese Verschiebung hängt von der Entfernung ab. Und so ist es mit Hilfe der sogenannten trigonometrischen Parallaxe möglich, die Entfernung zu Sternen zu bestimmen, die, jetzt kommt jetzt der Punkt, nicht zu weit weg sind. Ja, also maximal einige tausend Lichtjahre. Das ist eigentlich schon ziemlich kritisch. Einige tausend Lichtjahre und danach ist die Parallaxe gekillt. Danach geht es nicht mehr mit der Parallaxe. Aber mit dieser Parallaxe kann man eine Menge machen. Man stellt zum Beispiel fest, dass sich die Sterne, die man mit dem bloßen Auge am Nacht sehen kann, einige hundert Lichtjahre in der Regel von uns entfernt befinden. Schon mal relativ töfte, diese Entfernung. Vor allem, wenn man sie in Kilometer umrechnet. Nun, es hat also etwas damit zu tun, dass man einen Stern unter einem bestimmten Winkel beobachtet. Und wenn man diesen Winkel ausmisst, man braucht dafür also einen langen Beobachtungszeitraum von 6 Monaten, beziehungsweise eigentlich einem ganzen Jahr, dann kann man mit Hilfe dieser Winkelmessung genau feststellen, aha, da ist eine bestimmte Parallaxe drin, dann kann man da argumentieren, indem man einfach einen Bruch macht und dann schreibt man ja, diesen Winkel da rein und teilt durch 3,26 und dann erhält man die Entfernung in Lichtjahren. Ja gut, aber das ist auch nicht so wichtig eigentlich. Faktisch ist es einfach so, die Entfernung zu den Sternen funktioniert auf diese Art. Ne, die Erde kreist um die Sonne und da macht man einen Winkel, ein Winkelsystem, das man bildet und hat hier diesen Winkel zum Ausmessen zur Verfügung. Man braucht dafür natürlich sehr präzise Beobachtungsinstrumente und die Sterne, die sich sehr weit von uns weg
entfernt befinden, haben natürlich die größte Parallaxe, aber den kleinsten Winkel. Gut. Andere Möglichkeit der Entfernungsmessung muss gesucht werden, denn es stellt sich heraus, dass dieses Verfahren sehr ungenau wird. Auf einer Skala von einigen tausend Lichtjahren. Was macht man jetzt? Naja, einige tausend Lichtjahre. Boah, das ist schon hart. Was macht man da? Naja, da ist es gar nicht so einfach. Also man ist auf diese Distanz eigentlich schon darauf angewiesen, dass man, ja, wie soll ich sagen, dass man so mit Kinematik arbeitet. Also man hat zum Beispiel einen offenen Sternhaufen, also eine riesige Assoziation von mehreren Sternen und misst dann die Bewegungsrichtung dieser Sterne mit bestimmten Raumvektoren. Man kann auch so das Abstrahlungsvermögen von H2-Gebieten, also von so Gaswolken im Universum, im interstellaren Raum, mit der Anzahl der pro Zeiteinheit entstehenden Photonen vergleichen. Diese Verfahren sind sehr kompliziert und im Detail auch gar nicht so relevant. Interessanter wird es, wenn man hinausgeht und zum Beispiel andere Galaxien vermessen möchte. In unserer Galaxie ist diese trigonometrische Parallaxe eigentlich für die meisten Sterne ausreichend. Aber wenn man rausgeht, dann braucht man was anderes. Denn die Galaxien, es stellt sich schließlich heraus, die sind mehrere Millionen, zig Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Nun, wie misst man da irgendwas? Nun, man macht, kleiner Sprung, man macht wieder ein sogenanntes Spektrum. Ja, das Spektrum des Objekts ist nämlich das, also nochmal, das Licht, das das Objekt aussendet zu uns, wird aufgespalten. Man schickt es durch ein Gerät, einen sogenannten Spektrographen, und der spaltet das Licht auf. Was man im Spektrum eines solchen Objektes sieht, ihr habt da schon ein Video zu gemacht, Astronomie, Spektroskopie, das ist eins meiner ersten Videos, einfach angucken. Jedenfalls ist es so, das Spektrum, das da entsteht, weist charakteristische Linien auf. Absorptions- und Emissionslinien. Nun, diese Linien sind gemäß des sogenannten Doppler-Effektes verschoben. Doppler-Effekt, das kennt ihr auch. Das ist nämlich aus dem Alltag. Wer einen Krankenwagen hört oder auch einfach ein Formel-1-Auto, wird feststellen, dass sich der Ton verschiebt mit variierender Entfernung des Objektes zwischen dem Objekt und mir. Also, wenn dieses Formel-1-Auto auf mich zukommt, wird der Ton erst richtig hoch und dann entfernt es sich von mir und der Ton wird tiefer. All das hat etwas damit zu tun, dass die Wellen, das ist nämlich das Stichwort, die Wellen, in dem Fall die Schallwellen des Formel-1-Autos, eine unterschiedliche Wegstrecke zu mir zurücklegen. Und einmal, wenn das Auto auf mich zukommt, gestaucht werden und wenn sich das Auto von mir entfernt, gedehnt werden. All das hat einen Einfluss auf die Frequenz, die dieser Ton hat. Die Frequenz verschiebt sich also mit der Entfernung. Und genau das ist auch beim Licht der Fall. Denn Licht ist eine, ich hatte es gesagt, Stichwort, elektromagnetische Welle. Und diese Welle wird genauso wie jede andere Welle auch verschoben, wenn sich das Objekt bewegt. Und ein Objekt, das sich zum Beispiel relativ zur Erde entfernt, wird eine solche charakteristische sogenannte Rotverschiebung aufweisen. Und diese Rotverschiebung macht sich dadurch bemerkbar, dass die Spektrallinien im Spektrum des Objektes, die man beobachtet, normalerweise bei ganz fest definierten Energiewerten, da müsste man jetzt Spektroskopie noch genauer kennen, um das wirklich voll zu verstehen, aber bei bestimmten Energiewerten erwartet man diese Linien. Diese Linien sind nun im tatsächlichen beobachteten Spektrum der Galaxien verschoben, und zwar ins Rote. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Galaxien, die man da beobachtet, eine Bewegung aufweisen, relativ zu einem selber. Und diese Bewegung ist letztlich auf die Expansionsgeschwindigkeit des Kosmos zurückzuführen. Da wird die Hubble-Konstante ins Spiel kommen. Faktisch ist aber klar, dass diese Rotverschiebung, die übrigens in Z gemessen wird, da muss ich eigentlich nochmal ein Video zu machen, also Z, und da gibt es dann so im Bereich von 5 bis 6 Z, ist das Ende des Universums da. Ah, jedenfalls dieses Z hat es in sich, denn je weiter die Objekte von uns entfernt sind, desto größer wird die Rotverschiebung sein. Durch spektroskopische Messungen an Objekten kann man mithilfe der Rotverschiebung genau feststellen, wie weit sich ein Objekt von uns entfernt befindet. Denn die Geschwindigkeit, mit der sich das Objekt von uns entfernt, ist abhängig von der Entfernung. Je weiter das Objekt weg ist, umso schneller wird es sich entfernen.
ist einfach so, auch hat was mit der Hubble-Konstante zu tun, ist ja auch schon Kosmologie. Die Expansionsgeschwindigkeit des Kosmos beträgt so 73 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Jedenfalls ist diese Beziehung eindeutig. Die Rotverschiebung ist ein eindeutiges Merkmal, ein eindeutiges Erkennungsmerkmal für Objekte, die sich weit von uns entfernt befinden. Wie gesagt, bei den Sternen unserer Milchstraße geht es nicht. Da kann man die Rotverschiebung noch nicht anwenden, da braucht man die Parallaxe. Aber bei den Galaxien, also auf kosmologischen Skalen, von mehreren Millionen, zig Millionen Lichtjahren, stellt man fest, dass sich die Objekte, je schneller sie sich von uns wegbewegen, umso stärker sind sie rot verschoben. Und man kann tatsächlich eine eindeutige Beziehung herleiten zwischen der Geschwindigkeit, mit der sich das Objekt von uns entfernt, und seiner Entfernung zu uns. Naja, und dann kommt man darauf, dass die Galaxien einige hundert Millionen Lichtjahre durchaus von uns entfernt sind. Nun, die letzte Möglichkeit, das war es jetzt auch schon danach, weil es ist auch wieder viel Information, kann ich verstehen. Standardkerzen. Ja, hat eigentlich nichts mit Kerzen wirklich zu tun. Es geht halt darum, dass es Objekte gibt am Nachthimmel, die phänomenologisch, physikalisch so gemacht worden sind von irgendjemandem, dass sie immer die gleiche Leuchtkraft besitzen. Und diese Sache mit Leuchtkraft und Helligkeit und Entfernung, das hatten wir schon oft. Könnt ihr euch noch erinnern? Also müsstet ihr, wenn ihr einige Videos gesehen habt, ihr müsstet da schon lange eigentlich wissen, dass es da auch wieder eindeutige Beziehungen gibt, dass die Leuchtkraft eines Objektes, das ist, was das Objekt tatsächlich abstrahlt. So, das, was ein Objekt tatsächlich abstrahlt, ist eine Leuchtkraft. Das, was von dieser Leuchtkraft noch bei uns ankommt, ist die Helligkeit. Und diese Helligkeit hängt natürlich davon ab, ob zwischen uns und dem Objekt, das eine eindeutige, also wirklich auch universelle Leuchtkraft hat, die immer die gleiche ist, ob zwischen uns und dem Objekt irgendwas liegt, was das Licht abblockt, oder die Entfernung ist einfach sehr groß, weil die Strahlungsintensität proportional zum Quadrat des Abstandes abnimmt. So, das heißt, das Objekt ist 2 Einheiten von mir weg, ist die Strahlung um den Faktor 4 schwächer. Ist dieses Objekt 8 Einheiten von mir weg, ist die Strahlung um den Faktor 64 schwächer. Das heißt, je weiter das Objekt von uns entfernt ist, umso schwächer erscheint es am Nachthimmel. Das sagt aber nichts über seine Leuchtkraft aus, und das ist der springende Punkt, meine Damen und Herren. Denn wenn ein Objekt, man weiß da physikalisch von, astrophysikalisch von, wenn es immer die gleiche Leuchtkraft hat, sogenannte Supernova-Explosion vom Typ 1a beispielsweise, man stellt fest, diese Supernova-Explosionen haben eigentlich immer dieselbe Leuchtkraft. Minus 20 Magnituden, glaube ich, als absolute Helligkeit, das ist schon sehr hell. Also in 32 Lichtjahren werden die Dinger fast noch so hell wie die Sonne. Und das ist schon wahnsinnig weit weg, 32 Lichtjahre, aber anderes Thema. Also diese sogenannten Standardkerzen haben immer die gleiche Leuchtkraft. Und wenn man jetzt am Nachthimmel die Helligkeit des Objektes misst und man weiß gleichzeitig die Leuchtkraft, dann kann man natürlich ganz einfach sagen, wie weit ist das Objekt von mir entfernt. Natürlich, auch hier werden wieder Experten Alarm schlagen, muss man natürlich dann die interstellare Extinktion mit berücksichtigen. Mit anderen Worten, man muss berücksichtigen, dass es Staub und Gas gibt, der ebenfalls dazu beiträgt, neben der eigentlichen Entfernung, dass das Licht des Objektes zu uns schwächer wird. Aber wenn man eine solche Standardkerze hat und es gibt neben den Supernova-Explosionen, die eine Klasse der Eruptionsveränderlichen sind, auch noch andere Veränderlichen, nämlich die Pulsationsveränderlichen, die zumindest begrenzt als solche Standardkerzen herhalten, dann hat man gute Chancen, auch in so einer, wie soll ich sagen, in so einem Fenster zu arbeiten mit der Entfernungsmessung, das gerade zwischen dem Licht, was wir mit den Sternen messen, und der Rotverschiebung. So, diese Standardkerzen zum Beispiel werden in der Magellanschen Wolke beobachtet, das ist jetzt halt so ein Übergang, ne, zwischen der Milchstraße und dem, was im Universum weit draußen ist, sind unsere Nachbargalaxien, die große und die kleine Magellanische Wolke, und da findet man solche Standardkerzen genauso. Also die Supernova vom Typ 1a, Supernovae vom Typ 1a haben immer die gleiche Leuchtkraft, und man kann die Helligkeit messen mit Instrumenten, dann weiß man sofort, wie weit ist das Objekt denn von mir weg. Denn wenn die Helligkeit sehr groß ist, ist das Objekt natürlich näher. Wenn die Helligkeit sehr, sehr gering ist, aber das ist trotzdem eine Supernova vom Typ 1a, ist das Objekt weiter weg. Auf diese Art kann man auch eindeutige Beziehungen herleiten. Und da gehört noch so ein bisschen mit rein, diese
Beziehung, die man findet bei bestimmten Pulsationsveränderlichen, nämlich die Periode-Leuchtkraft-Beziehung. Man kann bei bestimmten Sternen, die veränderlich sind, die pulsieren, die also sich rhythmisch ausdehnen und wieder zusammenziehen, interessante Effekte feststellen. Zum Beispiel, dass es eine eindeutige Beziehung zwischen der Periode des Sterns gibt, also mit anderen Worten dem Zeitraum, mit dem der Helligkeitswechsel durchlaufen wird, und der Leuchtkraft des Sterns. Und auch hier, wenn man die Leuchtkraft des Sterns, wenn man die Periode des Sterns vermisst, das kann man ja auch easy machen, man misst einfach die Helligkeit des Sterns am Nachthimmel, hat dann die Periode des Sterns und dann kann man aus der Periode direkt die Leuchtkraft herleiten. Und dann ist man wiederum bei den bei dem, was ich gerade schon gesagt habe, bei den Standardkerzen, wenn man die Leuchtkraft kennt und dann wiederum die Helligkeit vermisst, kann man was über die Entfernung aussagen. Also ihr seht, dieses Themenfeld Entfernung in der Astronomie ist ziemlich komplex. Ist gar nicht so einfach zu diskutieren, aber ich hoffe, ich konnte euch mit diesen eigentlich jetzt schon vier Typen der Entfernungsmessung, die auch die wesentlichen sind der Astrophysik, ein bisschen weiterhelfen und begeistern.